Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier in Fisherman, der Fische von Fishing Planet. Der Fische, ja. Wir sind auf der Jagd nach den der Tyrannoforelle. Es ist gestanden bei der Hälfte, dass es in der Nacht besser sollte gehen. Deswegen sind wir in der Nacht. Wir haben am Tag, der was die letzten Folgen halt nicht aufgeschaut hat, wir haben am Tag einige untere Sachen gefangen, hat ziemlich viel Dingser, Trophäengrößen. Wir hatten ein Fisch, der abgekommen ist und der uns noch alles hängen geblieben ist, weil wir die Schnurkappen haben müssen. Die junge Regenbogenforelle behalten wir auch. Ist aber nicht das Gesuchte. Oder das, was wir wollen. Werfen wir mal daher, vielleicht. Ist da der Tyrannoforelle drinnen? Wir müssen ein bisschen testen. Weil ich weiß nicht, wo die unterwegs sind, was das Beste für die ist. Aber ich vermute mal, es wird wahrscheinlich auch hier sein. Kann sein, dass es auf der anderen Position ist. Aber das werden wir sehen. Vorstellen, dass es da vielleicht ist. Es wäre halt schön, wenn wir so eine Fische am Dock hinten fangen. Aber leider ist gestanden nur in der Nacht. Und da ja da auf YouTube eher die Missionen nachgehen will. Ach nö. Okay. Wir haben es wieder losgekriegt. Das wäre jetzt bitter gewesen. Weil von dem Schildkrötenspawn da habe ich nur einen. Das wäre echt mies gewesen, wenn der jetzt hängen geblieben wäre. Weil dann hätte ich die Mission nicht mehr weiter verfolgen können. Das wäre schlecht gewesen. Und bei meinem Klick haben wir wahrscheinlich 9 Stück von dir und dann wird mit dir abreißen. Wirfen wir mal da um mich aus. Einmal da mit die Gär hinein. Wir müssen halt jetzt testen, wo die unterwegs erkennen. Dem Monster Tyrannoforellen, aber das kann überall sein. Es hat was so wie geschnuppert, aber nicht so richtig abwesen. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht aufsetze mit dem Köder.
Da wir schon ja, bei der ersten Folge hängen geblieben sind. War nur, weil der Fisch abgekommen ist. Sie hupfen da drüben aber so. Und da hinten, na, bei den kleinen Steinen. Da. Zehn Stück sind wir von TV-Ungern. Das heißt, das müssten ja theoretisch bei öfters abbeißen. Das sollten nicht so extrem selten sein. Obwohl, wenn ich mich richtig erinnere, bei der Beschreibung hat es geheißen, sie sind selten. Das schaut schon wieder sehr verdächtig aus. Entweder durch einen großen Trophäenfisch oder vielleicht haben wir unsere erste Tyrannoforelle. Wer weiß. Hoffen wir aufs Beste und sagen wir, es ist eine Tyrannoforelle. Das Gute ist, ich glaube, viel weiter wie 60, 70 Meter kann er nicht wegschwimmen, weil dann ist er am Ende von dem See. Sag ich mal. Dann muss er wieder retour kommen. Da kommt er wahrscheinlich mit seinem Zopf wieder daher, dass er abhanden kommt. Also meine Befürchtung ist, dass mir die Routen und die Spuren hiebiert werden, bevor ich den ganzen zehn Fisch habe. Von der Spuren haben wir ja schon geschaut, der können wir austauschen, aber die Routen selber. Vielleicht können wir den nehmen, den, was wir als Schwimmerrouten haben. Das Binnen. Oder die Grundrouten. Ist wurscht, in die Boys. Hauptsache, ich krieg die Mission fertig. Ich geh da bis aufs Letzte. Na komm. War mir da mal wieder gewonnen. Ich will nicht die Bremsen nicht voll ausziehen, weil dann reißt es da, glaube ich.
so deppert. Und jetzt beginnt mir die Nase zu jucken. Lass das jetzt den ersten, die erste Tyrannophorelle sein. Und der marschiert wieder. Ey, du gehst in die falsche Richtung, Kollege. Zu mir sollst du herkommen. Ich glaube, unsere Route wird die 3 Tage nicht überleben. Ich glaube, es ist jetzt langsam echt, genauso wie die Spuren. Aber wenn die so kämpfen und ich weiß nicht, wie viel Tag, ob es schaffen, die 3 Nächte. Aber wenn die alle so kämpfen, auf was haben wir vorgespult? 1 oder Mitternacht? 1, oder? Eine Stunde ist schon wieder vergangen. Nein. Das erste Ziel haben wir wenigstens geschafft, und zwar das Gold wieder einspülen, für was wir ausgegeben haben für die Reise, beziehungsweise die für das Gold da eingespült sei. Eine Tyrannophorelle, jawohl. Es wäre jetzt nur schön, wenn mehr Licht wäre, wenn wir den schöner sehen hätten. 1,6 Kilo behalten natürlich. Schade, dass ich kein Licht habe. Eine Herausforderung habe ich auch abgeschlossen. Das ist auch gut. Fange eine bestimmte Anzahl von Fischen während der Nacht. Oha. Oha. Oha, 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 oha! Oha! Gott! Ich bin begeistert! Ich bin begeistert! Nachtaufforderung, herzlichen Glückwunsch zu Ihren erledigten Herausforderungen. Für jede durchgeführten Teste erhalten Sie eine wertvolle Belohnung. Denken Sie daran. Okay. Auch eine Mission erfüllt. Von der Mission habe ich nichts gewusst. Praxen und Schleintrophäe abgeschlossen. 0 von 5. Abgeschlossen, 0 von 5. Wälze, Trophäe. Alter. Näherin Schildköter abgeschlossen, 0 von 5. Forelle in Trophäengröße 1, Spinner abgeschlossen, 0 von 5. Oder das hätte ich vorher schon gebraucht, da hätte ich meine Dinge schon voll gehabt. Aber das hat sich schon ausgezahlt, das hat sich definitiv schon ausgezahlt jetzt. Nur um das zu kriegen, bessere Spulen, bessere Routen, Levelaufstieg, das hat sich definitiv jetzt schon ausgezahlt. Warte mal. Was ne Kassen? Ich muss Zähne von der. Warte mal. Das ist weg. Das. Was da gestanden ist. Hey, warte. Habe ich das jetzt komplett angeschlossen? Ist da nicht gestanden? Ich muss Zähne fangen von der. Mission. Fangen Sie alle Monster, 1 von 10.
Jetzt steht es wieder da. Okay. Aber ich habe mich schon gewundert. Wir brauchen 10 Stück von dir. Schnell unterwegs mit Neuholen. So, jetzt Stop and Go hatte vorher funktioniert, das muss jetzt auch wieder funktionieren. Es ist halt, wie gesagt, nur schade, dass es in der Nacht ist. Ich hätte auch gern, dass wir in der Nacht die fangen, vor allem, dass man dann nachher besser sieht. Der Fisch. Mit einem Licht wäre es halt optimal, aber Licht haben wir leider keins. Und für Licht, glaube ich, ich sollte schauen, ob ich jetzt schon Lichter kriege. Immer noch und schnell nachschauen. Laden. Ist beim Mützen. Da sehe ich nichts, was ist, gell? Da kann ich leider nicht schauen. Licht habe ich keine, mir fällt dort die Sache. Und was da reinkommt, weiß ich noch nicht. Aber so ist es halt. Wir tasten uns hoch. Da kriegt das alles hin. Und so dunkel wird es auch nicht sein. Ihr seht es eigentlich gleich wie ich. Also, es müsste in dem Sinn von passen. Das Jahr, was seht ihr? Jo. Bitte sei gleich wieder so eine Tyrannoforelle. Das wäre optimal. Wir müssen die. Optimal wären jetzt am ersten Tag schon mal 4 oder 5 von den Tyrannoforellen. Und bei den nächsten 2 Nächten noch einmal 2, 3. 3 eigentlich. Das schaut schon mal ziemlich gut aus, so wie der auch kämpft. Der kommt gerade ziemlich schnell her, wieder. Also, da fischen ist zum einen ein Geduldsspiel, zum anderen voll mit Technik verbunden mit dem Larven. Damit nicht zu stark ist, zu schwach ist die Spannung an der Schnur. Das Problem ist eher zu schwach, wenn er auf uns zukommt. Aber sie ziehen sauber. Es ist ein schöner Troll eigentlich, immer da bei der Fisch.
Warte, halt ein bisschen höher. So. Ich glaube, da ist ein bisschen nachher so ein bisschen besser fähig zu sein, als wenn nicht die Route nicht mehr so tief fährt. Weil ich schaue hauptsächlich eh gerade nicht mehr dort, wo er unterwegs ist. Dann links und rechts und dann eher auf die Anzeige immer. Mit Glück haben wir da unsere nächste Tyrannoforelle. Entweder es ist wieder ein Trophäenfisch von der Dingbong-Forelle oder eine Halsabschneider-Forelle oder wie die alle geheißen haben. Aber die Hoffnung ist, dass es wieder eine Tyrannoforelle ist. Das wäre super schön. Du bist vor mir. So. Hier ein bisschen retour. Und jetzt schon auf vier. Komm. Als ob Schneiderforelle in Trophäengröße. Der holt man natürlich auch. Aber das war nicht das, was ich wollte. Der eine, den haben wir da drüben abgefangen, gell? Ich glaube, das war eher da drüben. Tyranno. Aber Trophäengröße haben wir jetzt da einige rausgeholt, muss ich sagen. Also viel Gold machen, muss ich sagen, sind wir da noch sehr am richtigen Ort immer. Wenn wir zwei nicht kommen. Zurzeit haben wir ja eigentlich gut genug und jetzt dadurch, dass wir ja Level aufgestiegen sind und wir neue Geräte zur Auswahl haben, können wir nachher irgendwann einkaufen können. Nachdem wir eigentlich da mit dem Ort einmal fertig sind. Noch die 3 Tage. So. Was immer du bist. Du bist auf keinen Fall ein Tyrannoforelle. Eine Goldforelle. Nehmen wir auch mit. Und auch um ein bisschen Platz im Setzkescher. Ist ein bisschen blöd jetzt, ja. Eigentlich hätte ich ihn freilassen müssen. Das, wenn ich die Dings habe, die Tyrannoforellen, dass ich dafür Platz habe im Setzkescher.
Ich glaube nicht, dass das halt die Hanna vor Heile ist. Das wird wieder irgendwas anderes sein. Die zwei schon ein Fisch wahrscheinlich sein, aber. Und unser Spuren ist unter 50%. Kämpfen der da ja scheinbar weiter. Aber mein Gefühl sagt mir, dass das Kartuchan noch vorhanden ist. Bitte komm her, du lieber Fisch. Ich bin ehrlich zu Gott nicht einmal abgeneigt, dass ich jetzt schon sage, ich tue die Spuren noch wechseln. So wie ich den draußen hab. Weil die eine Spuren, was ich für Schwimmer hab, die ist eine bessere Übersetzung, zu meinen. Zum anderen ist er noch besser benannt, glaube ich. Andererseits würde ich da gerne runterfahren, wo es geht. Weil ich glaube, da habe ich noch mehrere so extreme Trails vor mir. Ja, komm her, ich bin ja schon da. Deshalb Schneiderforelle, Trophäengröße freilassen. Weil mein Setzkescher ist dafür war mal zu voll. Den tun wir freilassen. Den tun wir freilassen. Den tun wir freilassen. Das tun wir freilassen, 0,3 junge Ringpunktforelle, die lassen wir frei. Die lassen wir frei und die halten wir mal. Damit habe ich wieder Platz im Setzcacher. Falls wir einen Tyranno Verheile erwischen. Der hat auch über 1, irgendwas Kilo.
Theoretisch könnte man, wenn 3,5 Kilo sind, zwar nämlich mitnehmen. Auch. Und zwar hätte ich mindestens noch gerne in der Nacht ausgefangen. Das wird schwer, in der Nacht jetzt noch zwei zu fangen. Ob wir es schaffen, zeige ich mir in der nächsten Folge. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Mal.